Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Hallo! Bitte nicht links unten hinschauen, das ist ja deprimierend. Oh Gott, 200 Baumstämme, Alter. Ah, aber diesen Weg mache ich da jetzt fertig, auf den habe ich jetzt Bock. Stöcke? Na gut, hä, warum brauchen wir so viele Stöcke eigentlich? Ja, diese Blumenkästen, allein einer braucht schon 25. Was? Ehrlich? Ja, also das würde ich jetzt nicht mit Priorität machen, auch wenn wir jetzt viele Stöcke haben, aber... Nee, eigentlich sollen wir alles jetzt nicht so. Also die Regale brauchen wir jetzt nicht sofort. Alles Weg gut. Der ist halt nice to have. Ach komm. Wir können auch erstmal ein bisschen was anderes machen. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe auf so ein fettes Bauprojekt. Ja, aber irgendwie, was soll man sonst machen? Weil eigentlich das nächste, was wir machen würden, ist planen für unser Garten. Oder sollen wir wieder mal eine Höhlentour machen? Also, ich habe ja letztes Mal die Fallen und sowas angesprochen. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt nicht nur auf schön, schön, schön machen, sondern außen noch mal so ein paar Fallen bauen oder sowas? Um zu sehen, ob das funktioniert. Vor allem jetzt gegen die Mutanten und sowas könnte es eventuell etwas bringen. Stimmt, weil die so viel angreifen, ne? Das könnte auch. Ja, ja. Ich schau mal, was es da gibt. Bauplan. Aber da haben wir schon wieder nur zum Bauen. Da brauchen wir ja noch mehr von den ganzen Schiffen. Fallen, okay. Also, es gibt eine Molotow-Stolperdrahtfalle. Ah, man braucht ja so viel Seil für die Fallen. Ah, gut, Sturzfalle, es geht. Blatthaufenfalle. Steinschwungfalle, hey, die ist neu, glaube ich. Hä, was ist eine Blatthaufenfalle? Was passiert da? Das war doch dieser komische Weg dann, den man anfangen kann. Aber der hat eigentlich nie was gebracht, finde ich. Die Falle war ein Weg. Hä, okay. Ja, aus Laub halten, das zündet man an, es brennt kurz und das war's dann. Ach so, Eine Schlingfalle, das weiß ich noch, das hat gut funktioniert. Eine Steinschwungfalle? Die ist, glaube ich, neu, oder? Die ist neu, ja. Ich glaube, diese Dornwandfalle, da hat die war ein bisschen verbuggt. Die war verbuggt, die hat nicht funktioniert. Sturzfalle. Das hat die gar nicht interessiert. Was ist der Sturz? Also das fällt einfach runter raus, wenn die dagegen laufen. Wahrscheinlich, ja. Katapult? Ich weiß nicht, das Katapult, da triffst du ja nichts, oder? Stelle ich mir auch sehr schwer vor. Aber ich würde sagen, wir bauen es. Ich weiß zwar nicht, ob da Norden ist, aber nördlich von unserem Lager würde ich da jetzt mal so Fallen einfach mal bauen. Da brauchst du auch so viel. Die greifen uns sehr oft von da oben an, ne? Da hast du recht. Ja. So, ich baue da jetzt eine Schlingfalle. Ich weiß nicht, welche am Abstand. Ja. Aber da ist ein Loch. Sag mal, ist es hier zu nah? Oder. Nee, man muss es eigentlich in relativ nahe. Weil sonst laufen wir also Ewigkeiten hin. Ist es einfach in der Luft oder was? Habe ich jetzt echt keinen Stock oder was? Also ich baue jetzt hier mal eine Schlingfalle. Ich glaube Molotow-Fallen sind generell auch nicht so blöd. Also die eine, die... Ach, die wird am Baum befestigt? Ach so, lol, wollte auch gerade sagen. Ach so. Oh. Oh. Gut, das ist blöd, weil den Baum fäll ich dann. Das weiß ich schon. Ja, so viel dazu, der Schweine. Ach Gott. Komm, hau ab. Fuck, das war kein Headshot. Boah, Headshot! Nice, Gott sei Dank. Dann hast du hast jetzt eine Schlingfalle, da mache ich noch eine Sturzfalle, oder? Können wir die selber auch auslösen? Ah, das haben wir. Ich glaube, das geht ging ne? sogar. Ich weiß es ehrlich gerade gar nicht so richtig. Nee, ich habe keine Ahnung. Also du baust jetzt so eine Sturzfalle? Ja, aber ich traue mich gerade nicht so genau, weil ich... Also ich mag die bauen, ich mag die so ein bisschen bauen, dass falls in Richtung unser... Aber... Ja, ich weiß auch gerade nicht, wie man die am besten... ...baut. Ach, aber man muss ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen reindocken oder sowas dann. Das ist alles nicht so leicht. Wieso habe ich keine Pfeile? Was ist das für ein Chaos? Oh, ich muss mal kurz Pfeile holen. Mhm. Wo war denn das?
warm. Aha, nicht essen. So. Haben wir ein paar Pfeile geholt. Mhm. Ja, warte ich. Bei Molotow und so warte ich erstmal, dass ich ungefähr weiß, wie die laufen und so. Ach, da hast du auch eine Sturzfalle hingebaut? Okay. Ja, ich denke, umso mehr, umso besser. Je mehr, desto besser. Aber wir müssen dann auch dort ungefähr kämpfen, ne? Also in dem Bereich. Ja, ja, aber ich denke mir so, wenn hier das Tor ist, dann kommen wir meistens hier raus und dann laufen sie da vielleicht. Ja, das dachte ich eben auch. Und deswegen habe ich dort auch nach unten, weil wir gerne, wenn wir kämpfen, eher in Richtung... Ich brauche eventuell Hilfe. Boot gehen. Ja, bin schon da. Ja. Ich bin da. Komm, Ausdauer, geh nach oben. Ja, ich muss langsam zu dir gehen wegen Ausdauer. Komm her. Die Frau ist fast tot. Okay. Wir sauen die ab. Jetzt hab ich Angst, einen Bogen rauszuholen. Irgendwie. Oh, Alter. Ich habe gerade einen Bogen rausgeholt, dann ist er auf mich zugelaufen und habe direkt einen Headshot gemacht. Oh, sehr geil. Wow. Achtung, die Frau kommt auch auf dich. Nein! Oh, Gott sei Dank. Die laufen so schnell auf dich zu, da kannst du, das ist, so schnell kannst du gar nicht Waffe wechseln, ne? Das ist so hart. Komm von hinten. Perfekt. Oh ja, genau, stell dich da drauf, sodass ich daneben schlag. Warte, ach schau, ich... Hallo. Ah, schon tot. Ich muss ja noch mit dem Stein muss ich auch nochmal einen hinrichten, das vergesse ich jedes Mal. Gar nicht mal so schlecht, jetzt haben wir wieder ein paar Knochen. Jo. Ich meine, ich habe eigentlich, glaube ich, nichts verloren, vielleicht ganz wenig. Eins. Nee, ich glaube, ich habe. Doch, ich habe eine verloren. Noch jemand draußen liegen? Ja, hier, weil ich habe ich immer einen Headshot gegeben. Ah, perfekt. Ah, ich muss mal was essen. Wir probierten das dann aus, ob so eine Waffe, Falle bei uns auslöst. Bei der Ding hat's ausgelöst, das weiß ich noch. Bei der Schlinge hat's ausgelöst, weil da hing man mal auf dem Kopf. Ja, das weiß ich auch, ja. Aber den anderen Fallen. I don't know. Aber wir haben die jetzt gekämpft, die waren ja eher hier unten. Also eigentlich hätten wir die eher hier unten. Also nach hier unten würde ich... Achtung, hinter dir! Lol. Ich war doch hier gerade am Häschen killen. Scheiße, habe ich das... Jawohl, ich habe einen Hasen noch bekommen. Ich traue dir nicht. Lässt du mir Zeit, diesen Hasen zu holen? Komm schon. Hä? So. Nein, kein Headshot, was? Hey, ich hab nicht auf dich geschossen. Du bist so pissig auf mich. 3-3-3, hab ich gesagt. Oh. Meine Güte. Meiner hier lebt noch. Ach. Warte, ich kümmere mich um den Kill, den der am Boden liegt mit dem Stein. Oh, warte, der bei dir am Boden... Ach, der ist gerade wieder aufgestanden. Vorsicht. Inventory... Also ja, kann ich gar nicht. Oh. Jetzt habe ich keine Rüstung mehr. Ach Mann! Weil das mit dem... Alter, sind da viele. Holy shit. Ich glaube, mein... Also gut, das mit dem... Der hier lebt noch. Ich hab keinen Stein. Ich hab keinen Stein mehr. Da ist ein Stein. Da ist einer. Bleib da. Ah, Mann. Wie geht das, Alter? Ich kann das gar nicht so schnell. Das ist sau schwer. Wie hast du das gemacht? Alter. Lol. Wie viele Kleinviecher sind denn da jetzt noch? Ey, vor unserer Mauer sind auch noch so viele. Was ist denn da jetzt noch? Was ist denn das für? Wow, das ist... Nein. Oh. Nein. Nein, aua. Ich kann nicht mehr verteidigen. Ich bin gleich tot. Alter, der hat einen Stock. Warte, die lebt da noch eine? Ne. Ah, die ist halt unten vielleicht, ja. Ah, fuck. Shit. Nein, kein Headshot geben. Hä, da unten ist ja noch einer. Lol, wie viele sind denn da noch? Das ist richtig krass.
Ich tu mal so eine Leichensammelstation machen vor dem Tor. Ach Mann! Ich bin gerade richtig genervt, weil dieses Kämpfen, das nervt mich langsam. Weil das ist so irgendwie, ich jedes Mal dieses Dreckspech habe. Was? Wieso steht er gleich wieder auf? Ist der unten tot? Die haben da unten eine Tote. Wo? Nee, das ist doch dieser komische Turm. Hier bei mir. Hä? Wo? Ist es nicht hier? Nö. Ist aber ganz cool ausgeschaut, muss ich sagen. Haben sie schön gebaut. Gut, ich gehe mal davon aus, dass die Knochen eher dir. Alter, wie viel Leichen. Wie oft die mich auch erwischt haben, weil ich so daneben geschlagen habe und irgendeinen Scheißtrick, weißt du? Und dann. Jetzt greife ich an! Ja, Mann! Warum schlägt der Mann daneben, Mann? Ey, ich bin heute richtig genervt von dem Tricks-Game, ehrlich. Mann! Was für eine Scheiße! Ganz ruhig. Ist nur Pfefferlust. Es gibt's doch nicht, dass ich gegen eine. Wes, bleib doch mal stehen und lauf nicht durch den scheiß Stein! Kipp halt mal um. Das ist ein neuer Gegnertyp, die sehr flott unterwegs sind. Und warum verrecken die ab sofort die ganze Zeit so instant? Weißt du, ich brauch nur diesen Drecksteinfick da, ehrlich. Diese Dreckstrophie, ehrlich. Meine Güte. Weißt du, dann musst du ganz schnell ins Inventar einen Stein auswählen. Ja, das kann man nur machen, wenn du von einem einen einzigen angegriffen wirst. Alter, wie viele Leichen ich da schon transportiert habe. Eine Leiche liegt jetzt noch oben, oder? Ja. Alter, das wären jetzt richtig viele Knochen. Holy moly. Ja, das will ich auch hoffen, Alter, weil ich habe 6 Rüstungen verloren wegen den blöden. Boah. Ey, hast du die Knochen genommen? Nein. Beim Lagerfeuer? Oh no. Ich war noch nicht drin. Ah, sie sind weg. Hä? Hast du die gerade? Achso. Was geht denn da? Er muss überlegt eigentlich voll krass, ne? Man tut da mehrere Leichen reinschleifen und brennen. Jetzt wird's dunkel, ich sehe gerade gar nichts. Irgendwie blendet das Feuer so, weil es so hoch groß ist, das Feuer. Halt voll die Taste. Trau mich da gar nicht näher ran. Ja, ich bin mal ganz vorsichtig mit dem Leichen reinwerfen. Ich sehe einfach echt gar nichts. Warte, wir müssen auch wieder eine Tour machen, am besten zum Dorf, weil ich habe keinen Stoff mehr. Ja. So, ich glaube, jetzt hole ich die letzte Leiche. Ja. Wie wenig Knochen man eigentlich tragen kann. 12 Stück oder sowas, ne? Das ist richtig traurig eigentlich. Oh, das war knapp. Ich glaube, wenn man. Ich weiß zwar nicht, aber. Ich glaube, wenn man in die brennende Leiche reinläuft, dann. Ist das nicht so schlimm. Hey, der eine liegt nicht in der Leiche. Nicht in der Leiche, nicht im Feuer. Die Runde haben wir nichts gemacht. Gar nichts. Also diesen Tag. Wir haben viel gekämpft, also. Ach, scheiße aufs Kämpfen, ey. Ich mag langsam mal hier vorankommen. Ich mag hier mal
hier den Garten bauen, ich mag hier mal unser zweites Lager anfangen und. Am Anfang hast du noch gesagt, so ja, das viele Kämpfe und so, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ist auch. Ich meine, das ist ja ein Survival-Spiel. Aber mittlerweile finde ich es auch ein bisschen krass, also weil das wird immer schlimmer. Das Kämpfen, das finde ich gar nicht so schlimm, aber dass du jedes Mal bei jedem Kampf alles verlierst. Also jede Rüstung und sonst irgendwas, weißt du? Und dann musst du erstmal ewig lang wieder rumcraften, damit du die scheiß Rüstung wieder bekommst. Ja, das frisst halt alles Zeit. Genau, und dann Zeit und der Zeit. Und in dieser Zeit ist schon wieder Nacht, dann schläfst du und dann greifen sie wieder an. Das ist so ein. Die Angriffe, die großen, die stören mich ja gar nicht. An und für sich. Habe ich noch Medizin? Ich habe keine Medizin mehr. Ich will jetzt noch ein paar Medizin. Yay, der Weg ist fertig. So, oh, warte, Medizin habe ich. Müssen vorher noch. Pfeile habe ich. Na, warte, ich muss noch das Fleisch hin. Was schlecht wird. Die mit dem, also mit den Blumen und den Abbildungen ist ein bisschen scheiße, weil das kenne ich nicht so richtig. Was meinst du? Mit den Blumen. Ach so! Ja, das finde ich auch ziemlich kacke. Keine Ahnung, was ich da jetzt kombiniere. Ist das ein? Also was ich jetzt glaube noch weiß, ist Ringelblume, Aloe Vera, genau. Und Sonnenhut. Ja, genau, ich muss mal kurz gucken, wie viel Health. Du bist vielleicht noch gleich 4. Mal craften. Ich habe jetzt ein essbares Stück Fleisch, aber ich weiß nicht genau. Ja, das wird schon. Gut, oh, wir können noch nicht schlafen. Das ist natürlich blöd. In der Tat, wie weit denn? Achso, ich könnte schon schlafen. Mir fehlte noch einiges. Nö, nee, ich kann schon schlafen. Das ist. Und die Bären tun gefühlt irgendwie an nicht mehr nachwachsen. Ja, nicht, ne? Das ist übel. Von der da hinten links, eigentlich, da habe ich noch nie was gegessen. Nee, also genau, der hier hinten. Da ist noch ein bisschen was. Aber. Ich hätte richtig viele Samen, ich könnte 27 so Heidelbeersträucher. Ja, wir wollen ja einen riesen Garten. Das ist für diesen großen Garten dann geil. Nein. So. Jetzt kannst du, wie lange dauert es bei dir? Es kann sein, dass es bei, was mir immer so eingefallen, vielleicht ist es so unterschiedlich, wenn du der Host bist und wenn du schon im Spiel bist, lade ich noch. Und dann ist vielleicht auch so eine kleine Zeitverschiebung. Achso. Alter, ich habe über 6000 Münzen in meinem Inventar. Was ein Teufel. Ach, ich habe 4000. Die Armbrust würde ich gerne mal finden, weil man hat irgendwann mal Armbrust. Eine Armbrust, dann hast du die Motorsäge, würde. Oh, die Motorsäge wäre ein Traum. Dann das Katana. Das Katana. Oh Gott, wir müssen wieder eine Tour machen. Unbedingt in Höhlen rein. Aus dem Grund würde ich echt sagen, ja. Ja, also gut, die Folge können wir vielleicht noch durchmachen, aber dann nächste Folge. Oder wir rüsten uns jetzt schon aus für die nächste Höhlentour. Also ich bin ausgerüstet. Also ich habe ganz viel Snacks oder dabei. Ja, brauchst du ja eigentlich gar nicht, weil das finden wir ja meistens. Ah, warte, wir wollten doch schnell den Rüstungsständer noch fertig machen. Weil auf unserer Tour ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit da, dass wir da mal ein paar Mutanten killen. Ja. Oh, ich habe 3 Stücke dabei gehabt. Krass. Also, ich habe Rüstung live. Gut, dann muss ich halt einmal, dann nehme ich einmal so ein Ding essen. Genau, Leben fülle ich gerade. Dann, wenn wir schlafen, habe ich ja sowieso Ausdauer und Leben. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Leben, wenn wir schlafen, kriegt man da Leben? Weiß ich gar nicht. Nein. Bei Hardcore nicht mehr. Okay. Dann würde ich gerne noch ein paar, scheiße, irgendwie würde ich gerne noch ein paar Bomben bauen und ein paar Bomben ablegen überall. Damit ich wegen Platine und so. Kann man da noch irgendwie ein Bomben-Ding-Regal rein? Ach, ist ja scheiße hier. Voll behindert gemacht. Was dagegen, wenn ich hier mittendrin so ein Ding baue? Was war das mit dem Ding?
So ein Bombenlager. Meinst du im anderen Lagerhaus jetzt was? Oder, nee, in dem, ja, in dem, In unserem ersten Lagerhaus ja, was? Ja. Nee, kannst du ruhig machen. So weit dann hätten also wir es hier. passen 60 Stücke in diesen Wagen. Ach, da brauchen wir auch wieder. Hast du ein Lok? Nee. Scheiße. Ich baue da jetzt einfach eins hin, weil das geht mir tierisch auf den Keks. Hey, guck mal, Stocky. Hier Stocktransport. Lol, das geht. Ja, man kann doch auch Leichen transportieren, das geht doch. Geil. Also wie gesagt, 60 Stücke passen da rein auf diesem Wagen. Ah, man kann da wirklich was rein tun jetzt. Also in die Blumenkästen kann man was reinstecken, das ist doch schön. Das ist sehr gut. Und was kann man da reinstecken? Die Blumen, wie Chicorée, Aloe Vera, Chicorée. So Zeug, schauen wir mal. Aber da dachte ich eher, also Aloe Vera und die Blaubeeren würde ich nicht reinhauen. Halt, da liegt noch einer. Geil. Nee, die Blaubeeren, Heidelbeeren kann man eh nicht reintun. Das ist echt gut. Ja. So. Kannst du jetzt eigentlich schon schlafen? So, nee, noch nicht geschafft. Immer noch nicht. Also ich hänge jetzt mal meine Mutantenrüstung dahin. Geld, was wollen wir da noch? Alkohol. Und was war da noch? Kleber. So. Lieber Alkohol, Geld. Ja, ich kann schlafen. Sehr ehrlich. Nice. Ein Wunder ist geschehen. Eine Molotow will ich mal behalten. Und dann könnte ich mir noch eine Bombe bauen. Was fehlt denn jetzt noch? Geld. Nee, Geld habe ich schon. Die Plantine habe ich, das Geld habe ich. Ach, der Alkohol. Tja, ich überlege, ob ich eine Bombe und ein Ding behalte. Das könnte gehen. Hey, what the fuck? Ich habe doch gerade... Ich wollte eigentlich gerade meine Kopfbombe hinlegen und jetzt ist sie einfach nicht da. Ist einfach despawned. Die Kacke. Hey. Hey. Dynamit. Dynamit braucht man nicht. Ich habe so viele Flares, das ist übel. Aber das ist ganz gut für eine Höhlentour. Theoretisch. Medizin nehme ich jetzt schon mal lieber mindestens zwei mit. Ich habe 5 selbstgemachte und ein so ein Ding. Ja, ne. Müsste passen. Ah, ich habe auch 3 selbstgemachte. Aber da findest du ja bestimmt mal Medizin. Also da lege ich doch mal noch einmal Medizin hin. Dann habe ich einmal Medizin. Weil ich muss auch gucken, damit ich Platz habe, weißt du, für den anderen Rotz. Das ja. Sammeln. Ich denke, wir können jetzt auch die Nacht durchmachen. Ich glaube, wenn wir jetzt schlafen. Ja, müssen wir fast, ne? Ich weiß doch, so ein Ding kann man doch als Schild auch bauen, oder? Nee, kannst du einfach zum Blocken hernehmen, aber. Achso, aber man kann kein Schild. Ich dachte, man könnte das so ein Handschild. Das wäre cool gewesen. So mit Axt und in der linken Hand das Schild und mit der rechten Axt. Das wäre cool gewesen. Stimmt, das wäre geil gewesen. Die Tarnung. Warum habe ich eigentlich keine Schuhe an? Was habe ich für Schuhe an? Warum laufe ich nicht mit meinem Hasenfeld-Ding rum? Du hast sie doch an. Achso, okay. 3x Seil. Oh, dass man Seil nicht irgendwo ablegen kann, das nervt mich.
Das kann ich noch. Ach, baue einfach die Fallen, da kann man ganz viele Seile reinstecken. Okay, wo sind die Fallen? Kann ich da ein paar Seile reinklatschen? Wo, welche Fallen? Du wirst wahrscheinlich neu bauen. So. Weil wenn wir durchmachen, muss ich was essen, weil ich verhungere gleich. Ja. Also, man könnte so Molotow-Fallen eventuell bauen. Ich weiß aber noch nicht so richtig, wo es denn wirklich effektiv ist. Boah, esse ich einfach fast Snacks. Ja, ja, ich esse auch gerade Snacks, weil wir sowieso jetzt eine Höhlentour gehen. Genau, und ich nehme einen Snack mit, glaube ich. Ah, dann wartest du. Wobei Snacks nehme ich sind doch lieber mit. In die Höhle gegangen bei der Siedlung, oder sind wir da nur kurz rein und wieder raus? Oder war das dann diese Höhle, wo wir schon mal drin waren? Nee, oder? Ich weiß es einfach nicht. Soll ich mit der Schildkröte nochmal so einen Wasserspender? Weil eigentlich haben wir ja genug Wasser, ne? Nee, wir haben eigentlich. Was mache ich mit der Schildkröte? Nix. Rumsurfen. Rumsurfen, okay. Dann haben wir. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder Richtung Siedlung, tun da wieder ein bisschen Stoffen zu sammeln und würden da eventuell da in die Höhle gehen, oder? Weil da waren wir jetzt, glaube ich, dran. Wir haben es doch irgendwie bestimmt markiert. So, try. Lila wahrscheinlich da ist Lila, ne? Also grün waren Fallen. Lila, das wahrscheinlich ist Lila, ne? Blaues. Warum ist das eine blau? Wo ist das blau? Ja, das war doch mit Wasser, glaube ich. Ja, aber haben wir das nicht schon abgeschlossen? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber irgendwie will ich mal eine ganz neue Höhle. Ja, aber dieses hellrote, was war hellrote? Ah, das war Stoff, genau. Stoff, ja, genau. Das war die eine. Ich würde aber fast auch dafür, weil ich brauche auch unbedingt wieder Stoff, also. Gut, dann ich in diese Richtung. Rote? Nee, noch nicht. Dann musst du mich führen. Follow me. Warte, ich nehme mal ein bisschen Stückchen mit hier. Ich hab da nichts mehr. Ja, stimmt, wegen Lagerfeuer und so. Oh, hey, sag mal, jedes Mal, wenn ich auf einen schlagen will, bist du auch da. Es wird eh schon wieder hell. War, glaube ich, eine gute Entscheidung, nicht zu schlafen. Ach, so. Nächte durchmachen, das war noch Zeiten. Brauchst du noch Pfeile? Weil wir sind gerade beim Ding. Ja, wenn ich mal da bin. Ich will mir auch nochmal welche nehmen. So, wie viele Pfeile kann man. Du kannst kein Licht mehr Pfeile tragen, okay. 20 kann man, glaube ich, auch nehmen. Du kannst nicht mehr tragen Stöcke, okay. Hier ist ein See. Geil wäre es eigentlich, wenn wir mal uns so weit ausbreiten, dass irgendwie den See in unserem Dorf hätten. Irgendwie wäre das cool. Blöd gesagt, wenn wir unsere Villa bauen, könnte man das am See bauen, oder? So oben auf dem Hügel irgendwie so? Boah, hui, das ist gefährlich. Aber ich weiß, was du meinst. Was machst du denn da? Ach, du schießt deine Algen. Ja, man kann sie nicht ablegen, dann muss ich es halt wegschieben. Ja, ich habe eigentlich nur neue, normalerweise. Holz? Ja, ich nicht, bei mir ist dieser verpackte Kreis. Money. Warum kann ich mit... Gut, passt. Gut, Ach, guck mal, man kann brennen? Lol. Okay. Was? Man kann Brandpfeile herstellen. Achso. Ah, das... Hab stimmt. Ich hab da nie dran gedacht. Ich nie gedacht. Ich auch nicht. Oh, Klebeband, geil. Ja. Hab's auch schon gesehen. Moment, Wert, wie machen wir das? Und dann... Vergiftete Pfeile. Ist mal bitte diesen Pilz hier. Nein. Doch. Wo geht's denn? So, ich habe jetzt einfach mal Brandpfeile hergestellt, wo ich das mal hab. Warte, wie funktioniert das dann? Wahrscheinlich hier dann so. Ach genau, und einfach anzünden dann alles, klar. Wieso habe ich jetzt wieder billige Pfeile in meinem Inventar? Das ist voll der verpackt. Haben wir eigentlich in dieser Folge jetzt schon über das neue Forest geredet? Nein. Oder? Nein. Hey, Leute, was ihr nicht mitbekommen habt, es gibt ein neues Forest. Also, es gibt's noch nicht, aber es kommt demnächst raus.
Also was cool, heißt demnächst? Die Folge jetzt, die wir gerade aufnehmen, die wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sie rauskommt. Ja, aber bis dahin ist das Spiel auch noch nicht draußen. Es wird ja wahrscheinlich erst, ich sag mal, 1 bis 2 Jahre vielleicht noch. Und dann vielleicht, oder vielleicht mal in die Alpha. Nächstes Jahr kommt es vielleicht in der Alpha, also 2020 kommt es vielleicht in der Alpha. Also dieses Jahr, ich glaube, ja, diese Folge kommt nächstes Jahr raus. Also diese Folge kommt 2020 raus. Bin mir nicht sicher, ich glaube aber schon. Doch, die kommt Januar 2020. Wo bist denn du? Ich habe dich verloren. Hallo, hier. Ach da. Wollten wir es eigentlich zur Höhle gehen, oder? Mit Stoff. Oder zum Dorf. Zum Dorf. Und zum Dorf. So, hier ist die rote Flagge für Stoff. Und wo ist das andere, die rote Flagge? Wir haben nur die eine rote Flagge. Ja. Echt? Beim Dorf, das ist noch lila. Das ist eins von den beiden da hinten irgendwo. Warum haben wir da ein lila Lissing gemacht? Ja, lila ist der Eingang. Ach, von der Höhle. Ja, dann gehen wir zu dem Dorf. Dann tun wir dort ein paar Stoff sammeln und dann gehen wir in die Höhle. Obwohl, das Dorf war doch weiter links eigentlich. Ach, fuck. Ja, gehen wir einfach mal zu der einen Flagge da. Mal gucken, was. Also hier ist eindeutig kein Dorf. Aber eine Höhle. Nein. Aber das ist Stoff, das sehe ich doch. Gott, bei mir ist noch nichts. Das ist irgendwie immer noch verbuggt mit diesen Totems. Das ist irgendwie nicht. Wollen wir da jetzt dann schon reingehen? Gehen wir rein. Ja, gehen wir einfach rein. Ja gut, aber wir müssen die Folge beenden und dann nächste Folge. Wow, sind wir in der Höhle. Ja, ich will gerade schauen, ob hier vielleicht ein Lagerfeuer oder sowas ist. Aber waren die hier nicht schon? Ach, keine Ahnung, jede Höhle sieht irgendwie fast gleich aus. Ich bin gerade nicht sicher, mit den Fingern oben angehangen. Sind wir da woanders vielleicht rausgekommen? Sind wir da vielleicht beim See rausgekommen, sodass wir es nicht markiert haben? Das kann sein. Weil irgendwie kommt mir das. Was ist das? Stoff. Oh. Geil. Sicher waren wir. Sag mal, das ist. Sag mal, hier waren wir jetzt schon dreimal drin, oder? Das ist die rot. Die haben wir doch rot markiert. Ja, eben. Das ist die gleiche. Ach, das ist da, wenn man da diesen Gang hochgeht und da ist der. Irgendwo hier ist ja das Seil, wo man. Ja, das Seil ist hier auch irgendwo. Ja, gut. Sag mal, wir gehen immer wieder in diese Höhle, ne? Lol. Warte, dann gehen wir aber gleich nochmal zurück und markieren das auch als rot. Nee, oder das können wir weiß. Das können wir als weiß markieren und einfach das waren wir schon, beziehungsweise. Aber ja, das ist auch gar nicht mehr so schlecht. Dann haben wir hier halt ein bisschen Stoff. Ja, ein bisschen Money. Gut, Money braucht man meistens nicht, aber Stoff ist mir wichtig. Oh, Moment, aber doch. Das Haarspray. Lol, jetzt hab ich. Lol! Achso, jetzt wieder das Scheißding an. Nee, ich wollte es nicht aufnehmen. Oh nee, jetzt habe ich irgendwie schon gefühlte 3-4. Nee, aber bei mir zeigt es trotzdem nur die 2 an. Naja. Ja, gut, dann haben wir hier halt. Ja, gut, wir müssen trotzdem die Folge beenden. Ich sollte mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir gehen gleich aus der Höhle raus und gehen in die nächste Höhle. Yes! Danke fürs Zuschauen. Oder wir gehen jetzt wahrscheinlich einfach ins Dorf. Ja, oder so. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zur nächsten Folge.